Ich weiß nicht, warum ein Jedi hierher kommen sollte. Auf diesem Mond sind so viele Störgeräusche. Natürlich. Dadurch lässt sich ein Jedi nur schwer orten. Aber an einem Ort zu sein, an dem man in der Macht ertrinkt? Warum sollte ein Jedi das wollen? Das weiß ich auch eine nicht. Eine einfache Frage, auf die ich mit einer Gegenfrage antworte. Warum sollte sich ein Jedi verstecken wollen? Hey, wir müssen los. Wovon redet ihr? Was ist los? Der Waffenstillstand der Kopfgeldjäger von Nar Shaddaa ist vorbei. Es wird Krieg geben. Eine Falle im Yek-Yek-Tar ist schon schlimm genug. Ja. Aber von 100 Kopfgeldjägern gejagt zu werden, ist wirklich lästig. Er sollte alleine kommen. Wir dürfen ihr Treffen nicht stören, bis der Außerirdische gesagt hat, was er weiß. Hey, wir müssen weiter. Sie sind hinter uns her, nicht hinter den Verbannten. Wenn sie hinter uns her sind, ja, haben sie es auch auf ihn abgesehen. Wir müssen ihn retten. Vergesst ihn, er kommt schon klar. Um uns mache ich mir mehr Sorgen. Wir werden ihn hier nicht zurücklassen. Wir gehen zusammen oder gar nicht. Ja, dann mach das mal. Ja. Ja, habt ihr eure Jedi-Anführer gehört? Ich bin Azali-Zug, Anführer der Zug, sehr mächtige und sehr fähigen Krieger. Ich wäre sehr klug bei euch, sozusagen, wir kommen ja Jedi, also sprecht rasch, weil ihr seid mir sehr begrenzt. Ja. Was brabbelt der Typ da? Ich habe nur sehr verstanden. Ich glaube, er wollte, dass wir den General seiner jämmerlichen Bande von Kopfgeldjägern überlassen. Ah, das würde einiges erklären. Welchen wollt ihr? Ich nehme den Dummkopf, der uns bedrohte, anstatt uns zu erschießen, als er die Gelegenheit dazu hatte. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eines meiner Verstecke. Ach so. Nicht gerade hübsch anzusehen, aber hier fällt man nicht auf. Ja, das ist wohl richtig. Ich nehme an, dass er stark Eindringlinge fällt. Das ist ein Tauschgeschäft. Diese ganzen Frachterabgase von den Docks werden von einigen ganz gern eingeatmet, ob du es glaubst oder nicht. Ach wirklich? Warum habt ihr mich eigentlich hergebracht? Du weißt, dass dir Viskis im Yek-Yek-Tar eine Falle stellt. Dich erwartet dort keine Überraschung. Ja, ich weiß. Die Sache ist die, dass er die Kopfgeldjäger umgehen und dich direkt an Goto liefern will. Das ist von meinem Standpunkt aus gesehen nicht allzu clever. Ich muss mich noch mit Goto treffen. Oh, das wirst du schon noch. Aber nicht gerade jetzt. Tatsächlich wirst du hierbleiben und ich treffe mich mit Viskis. Wie stelle ich das vor? Dieser Geruch, den du bei deiner Ankunft bemerkt hast, der erfüllt jetzt wahrscheinlich schon deine Lungen. Ich habe die Dosis ein wenig erhöht, falls du ein Jedi-Giftresistenztraining hattest. Jeder, der nicht eine Giftmaske hat, wird sich jetzt schwindelig fühlen und schließlich bewusstlos werden. Gute Nacht, Jedi. Gib mir einfach den Raumanzug und ich bin bald zurück. Welchen Raumanzug? So, der Verhandler hat sich jetzt endlich entschlossen, hierher zu kommen. Gerede, Eingang des Yek-Yek-Tar. Öffne die Sequenz der Privatkammer. Ich treffe den Menschen dort. Habe euch hier gebracht. Wo ist Goto? Entschuldigung, wer ein Haar. Die Falle ist nicht zugeschraubt. Bis dahin muss ich euch um Geduld beten. So. Speichern wir mal erstmal hier drunter. Man weiß ja nie, dass irgendwas schief geht. Ja, die kann ich auch noch zum Jedi irgendwie ausbilden. Deswegen sollten wir da jetzt auch nicht übertreiben mit den Levelaufstiegen. Aber ein paar sollten wir vielleicht doch mal machen. Ich glaube, sie ist auf Schießen außen. Haben wir hier mal einen verbesserten schnellen Schuss. Was haben wir denn eigentlich für Waffen? Gar nichts. Das ist ein bisschen wenig. Ich laufe hier entlang. Moment, hier geht's ja gar nicht. Hier ist ja gar nicht der richtige Eingang. Wo ist denn die Privatlounge? Da drüben ist die Privatlounge. Das ist ja auf der anderen Seite.
Ach ja, lustig ist das hier immer noch mit dem Raumanzug, diese Laufanimation, die man hat. So. Nochmal auf dem für alle Fälle Slot speichern. Ah, da seid ihr endlich. Bitte kommt rein und legt euren Anzug ab. Die Luft hier ist euresgleichen gut verträglich. Euer Gastfreier muss euch nicht erstaunen. Ich versichere euch, niemand würde euch Schaden zufügen, solange ihr mein Gast seid und wir aufrecht zueinander sind. Ja! Du hast gute Augen, Hanhar. Kein Wunder, dass du auf Nar Shaddaa immer noch die Nummer 2 bist. Ja, ganz richtig, Hanhar. Es gibt keinen Grund, Gewalt anzuwenden. Ich nehme eure und dass ihr nicht der Jedi ist, den ihr eingeladen habt. Für mich sehen die Menschen irgendwie alle gleich aus. Wollt ihr vielleicht erklären, was mit der Ehre eures Besuchers schafft und wo ich den Jedi finde? Ja, und vielleicht möchtest du uns erklären, warum du Goto in den Rücken fällst und den Jedi selbst erledigen willst. Ah, was für ein bemerkenswertes Beispiel menschlicher Arroganz. Ihr wisst längst nicht alles, was ich weiß. Andernfalls wärt ihr nicht hier. Erstens, Goto hat keine Ahnung, was im Jäger-Hektar passiert. Und das habe ich irgendwann zuweg bemerkt und seitdem unzählige Male verifiziert. Zweitens, ich arbeite nicht für Goto, nicht mehr. Hana und ich haben eine Vereinbarung, um Goto loszuwerden und Fogger dafür ein hübsches Sümmchen abzuknöpfen. Du arbeitest für Fogger the Hutt? Viscus, du bist dümmer als ich dachte. Das erfährt Goto doch todsicher. Das wäre durchaus möglich, aber es ist ein Risiko, dass ich ja wisst ihr, Fogger ist es langsam leid, Goto ständig seinen Frachter entführt hat. Hat er sein Wort auf Nar Hutta weniger Gewicht? Es muss hier auf Nar Shaddaa ein irgendwas. Doch anstatt einen Maulwurf einfach zu eliminieren, hat er selbst seiner Wut beschlossen. Das so schnell kann doch keiner lesen. Und wenn sie das Herr Goto nur selten in der Öffentlichkeit. Er hat Fokkers Mitarbeiter bei der Hanha bei der Versammlung auf Gotos Yacht auch bemerkt. Ständig nur Goto-Hologramme. Ständig. Aber ich denke, einem Jedi würde sich Goto offenbaren. Und wenn das passiert, werde ich zuschlagen. Natürlich wird er sich keinem zweiklassigen Kopfgeheger zu erkennen geben, der unverschämt genug ist, mit mir Geschäfte zu machen. Aber sagt mir bitte, wo der Jedi ist. Ich bin nicht... Ja, stimmt. Ich sag dir nicht, wo der Jedi ist. Das ist mein Kopfgeld. Also steht er unter meinem Schutz. Wie vorher war. Gut, gut. Kraft sie weg. Ich fürchte, wir kommen heute kein Jedi. Was wird aus unserem Deal? Wir werden in der Bezahlung. Hanna, bitte ganz ruhig. Der Jedi war unterwegs hierher. Als er abgelenkt wurde, wir müssen Geduld haben. Weil er ein Jedi ist, wird er versuchen, sie zu befreien. Falls nicht, wird er kommen, um sich mit mir zu unterhalten. Irgendwie werden wir uns schon einigen. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Aha! Die Benommenheit, die ihr spürt, sollte bald von euch abfallen. Aber nicht, bevor wir uns unterhalten haben. Als ich zum ersten Mal hörte, dass ihr auf Nar Shaddaa seid, konnte ich es fast nicht glauben. Ach so! Ich hätte nicht gedacht, dass mich hier jemand finden könnte. Aber ich habe euch wohl unterschätzt. Du hast mich doch gefunden. Ich habe euren Weg durch den Flüchtlingssektor beobachtet. Ich habe gesehen, was ihr getan habt. Was ich nicht tun wollte. Ach so. Sogar als Verbannter seid ihr ein besserer Jedi als ich. Das ist natürlich... Jedenfalls solltet ihr wissen, dass ihr mich überzeugt habt, nicht länger tatenlos zuzusehen, während sich die Exchange dieses Sektors bemächtigt. Das ist doch gut. Ich weiß, dass eine junge Frau Viscus an eurer Stelle treffen wollte. Er wird nicht mit ihr verhandeln. Er wird sie töten. Ich habe vor, sie zu retten. Ich komme bald wieder. Oder gar nicht. Wenn ihr auf diesen Mond gekommen seid, um Antworten zu finden... Oder Rache. Dann werdet ihr mir folgen. Denn wenn ich versage, bekommt ihr weder das eine noch das andere. Oh. Erstmal klauen. Aber die Tür geht auf. Das ist schon mal gut zu wissen. Speichere ich jetzt mal auf dem Hauptslot mal wieder. Ja, also das wäre nämlich die Stelle, wo man sonst stuck wäre, glaube ich.
Ist jetzt die Frage, gehen wir mal am Schiff vorbei oder gehen wir jetzt direkt dahin? Ich weiß nicht, ob man am Schiff überhaupt vorbeigehen kann. Ich gehe mal direkt dahin. Weil da muss ich ja, das kann ich ja nicht, den kann ich ja nicht alleine das machen, das kriege ich ja nicht meine Antworten. Und das ginge ja gar nicht. Ah, endlich ist es mal. Ich dachte schon, ich müsste noch mehr Zeit mit Reserven, um noch einen Köder auszulegen. Aber der Jedi ist ohne Schutzgeld gekommen. Wirklich sehr mutig. Können die Dämme der Kretar den Jedi für uns überwältigen? Hört mir zu. Lehrt eure Gedanken. Ja. Kann ich atmen? Zu atmen. Nährt euch an den winzigen Luftreserven in euren Lungen. Die Macht hält euch am Leben. Lauscht der Macht. Lasst euch von ihr am Leben halten, bis ihr euch in Sicherheit bringen könnt. Oh ja, praktisch. Du hast eine neue Machtwege, Atemkontrolle. Sie schützt dich vorübergehend vor Vergiftung, kostet eigens Machtpunkte. Es ist eine alte Technik, ähnlich der heilenden Trance. Viele Jedi können ihren Atem Stunden oder Tage anhalten. Ach so. Jedi stark, nicht die Luft, diese Sonne vermag ihn zu fällen. Diese Feier beginnen mich zu langweilen. Sagt allen, dass der Jedi der Mari eigentlich erinnert sie, wenn nötig, an den Preis für seine Ergreifung. Sollen den Jedi Stunge erscheint, sie spielen durch sie durch. Aber verkauft, sie können den Verband nicht töten, sie können ihn nur schwächen. Aber schweigt und lasst uns alle weitere auf den Monitoren verfolgen. Ja, aber kannst du einer oder über die Haut aufmerksam Skill besetzen, die um die Ektektar zu überleben? So, euch mache ich auch noch mal platt. So. Fott. Dann heilen wir uns mal ein bisschen. Und klauen hier mal die Überreste. Speichern. Hallo, die wollte ich doch auch mitnehmen. So, haben wir da noch irgendjemand hier in... Ja, offenbar haben wir noch jemanden. So, da haben wir auch noch welche. So, fort. Sonst ist zum Glück alles Kack-Noobs, die nix drauf haben. So. Ich glaube, hier haben wir...
speichern. Das haben wir ja schon alles ausgeraubt. Da machen wir sicher als halber auch mal alle. Moment, da war noch jemand. Der! Da will uns jetzt sogar der Barmann hier platt machen. Das ist ja unfassbar. Wo sind wir denn da gelandet? So, alle sterben. So. Und dich machen wir auch platt. Da haben wir noch mehr. So. Euch machen wir alle mal platt, weil ihr hier eventuell eine Bedrohung wärt. Ich muss zwar eigentlich hier in dem Eck gar nicht hin, aber sicher ist sicher nicht, dass die dann irgendwie später als Unterstützung kommen. Hallo, Überreste? Sonst hat keiner was. Da sind noch Überreste. Da haben wir noch einen. Da habe ich doch gerade was gesehen. Da haben wir noch einen Gauner. Den wollen wir doch auch mal platt machen. So, irgendwas habe ich doch an der Bar gesehen gerade. Wenn ich irgendwas machen konnte. Oh, Chemikalien, die klauen wir doch nochmal. Ja, dass das Bild hier überhaupt nicht updatet. Haben wir hier drüben zufällig auch noch Chemikalien? Da haben wir noch Chemikalien. Dass wir die alle noch nicht geklaut haben, das ist ja unfassbar. So. Na, mit euch hatten wir doch schon mal zu tun. Da sollten wir doch irgendwo einen rausfinden, wo ich dann einfach irgendwas erzählt habe. War das hier alles auf dem Haufen? Dann war das, glaube ich, alles auf dem Haufen. Dann kann ich jetzt nur noch die, die hier im Inneren der Bar stehen. So. Ihr sterbt alle mal. Weg mit dir, weg mit dir. Hat irgendjemand von euch Überreste? Da hat einer Überreste. Oder auch nicht. So, Leben haben sie jetzt nicht wirklich gezockt. Wir machen hier quasi so einen Massenmord hier schon. Da habe ich doch Chemikalien wieder gesehen, die ich klauen kann.
Zwar ist ja eh keiner mehr da, der die benutzen würde. Von daher kann ich das auch machen. Da stört sich doch keiner dran. Ich war noch auf der völlig falschen Kategorie, sehe ich gerade. Ich muss ja gegen viele Gegner hier kämpfen. So. Das hat mir ja mal schon gezockt. Ich glaube, mein komisches Machtschild habe ich auch gar nicht mehr. Das brauche ich ja auch gar nicht, weil ich ja eh eine Atemmaske aufhabe, die nur irgendwie unpraktischerweise da im Eingangsbereich nicht gar wirkt hat. Aber ja, das Spiel ist wahrscheinlich nicht darauf, hat wahrscheinlich nicht bedacht, dass man hier eine Atemmaske tragen könnte. Von daher so. Da haben wir noch einen. Haben wir jetzt alle? Oder ist hier noch irgendwo einer? Da haben wir noch einen. Da haben wir sogar noch zwei. So. Ich glaube, jetzt haben wir es aber wirklich alle umgebracht. Dann kommt jetzt der letzte Raum.